Reflex gar gegen Reflex Marschall? Na, ist ja auch egal. Wir Romeo 1, der Fulton-Damm läuft vollautomatisch, aber die Generatoren haben Ausfallsicherungen. Wenn sie die auslösen, fällt der Strom aus. Nice to know. Und hier mal wieder was Schönes. Hacken wir das erstmal. Oh, zack, zack. Die Tür ist offen. Und hier einmal gleich wieder was zum Hacken. Mann, man fühlt sich gleich wie so ein kleiner Nerd hier. Ja! Ja! Bin ich hier nicht sichtbar? Ich hoffe es. Dann stimme ich mal hier hin. Das mal ausgemacht. X war es, genau. Was? Gewehr, Laservisier, Sturmvisier. Ich glaube, das Visier ist schön. Einzelschuss oder Unterlauf. Verringert die horizontalen Rückstoß, verbessert Stabilität und Zielen. Das ist ja auch eher so eine wir hauen mal rein Waffe, ne? Da würde ich sagen, ist das nochmal optimal. Schauen wir mal. Obwohl, die könnte auch als Einzelschuss interessant sein. Als Alternative zu unserer Sniper. Ah, okay. Wirklich Einzelschuss hat sie nicht, aber Burst. Burst und Frieden. So. Gegner, Gegner. Oh, Halleluja. Da seid ihr ja alle wieder da. Noch ein, noch ein. Noch mehr von euch. Also auf Tarnung gehen, bevor sie mich hier gleich entdecken, weil ich irgendeinen hinter mir übersehen habe. Ich stehe da aber nicht drauf und außerdem, woher wollt ihr das wissen? Frechheit aber auch. Okay. Da durchsneaken könnte interessant werden. Da müssen wir irgendwo ja hin. Hm. Bums! Viel Spaß! Die sind wir schon mal los. Sie sind zwar jetzt alle fröhlich gewarnt, aber dafür macht jetzt das Jagen doch gleich doppelt so viel Spaß, als wir mit der Energie aufladen. Hm, probiere ich die mal aus. Wieder auf. Hm, wirklich guten Schaden macht die irgendwie nicht. Das ist unser Mann. Nee. Das müssen wir doch nochmal üben mit der Waffe hier. So. Hallo Kollege! Nein, der lebt immer noch! Hey. So, der müsste auch erledigt sein. Ah, das macht doch gar keinen Sinn. Nicht schon wieder so ein Ding. So, nun wartet meine Freunde. Das gibt einen auf der Omme. Jetzt hackt sie aber. Schon wieder? Oh ja, die haben sich selbst vor die Füße geworfen. Das ist gut. Einer weniger. Ja, ich weiß, dass du da bist. Einer weniger. Zwei weniger. Ja, das Ding hier gefällt mir. Erinnert mich irgendwie an Counter-Strike früher doch mit Parasnipern. Da haben sich auch immer so richtig viele Leute rüber ablästern und abrotzen können.
Mann, das ist noch schöne Zeit. Ne, scheiß Cheater, scheiß Cheater. So, mal gucken, wie die Zielgenauso ist. Deswegen, also mir gefällt die. Sie ist zwar nicht gerade eine gute Tarnwaffe, dafür ist der Bogen dann doch besser. So. Kojak Jackal. Hm. War die schon mal? Ich weiß nicht, ob ich die schon mal hatte, die Kojak. Ich glaube nicht. So, wo haben wir sie denn? Da. Tauschen wir sie doch mal aus. Waffe freigeschaltet. So, was bietet die uns? Gewehrleservisier, Sturmvisier. Aha, das ist also auch eine Art Schrotze, würde ich sagen. Interessant, dann nehme ich aber trotzdem lieber die wieder mit. So. Noch jemand da? Mal zum Schauen. Ah, da hinten. Waffen, Waffen, Waffen. So. Müssten wir eigentlich auch unserem ersten Ziel langsam hier näher kommen. Da mein Ziel, da mein Ziel. Oh, was Besonderes ist, 4 Stück. Ach, guckt einer an. Guckt euch den kleinen Sniper-Hund da oben an. Na, warte, dich hole ich da runter. So. Energie aufladen. Tarnmodus. Zielen. So, wo ist er denn? Da muss er doch irgendwo sein, ne? Ach, da ist er. Verdammt. Und? Zack! Na komm, Ben! Ups, da ist noch was. Aber die maximale Panzerung hat uns hier gut geholfen. Die musste ich mir auch unbedingt jetzt mal angewöhnen, weil die habe ich nicht gerade oft eingesetzt. Erstmal Tarn. Was haben wir denn überhaupt hinten, was uns da auf den Sack gegangen ist? Ja, was ist es? Ach, das Geschütztürmchen! Ach Gottchen! Und bam, und bam, und bam. Das tut uns nichts mehr. So. Ich glaube, ich gehe mal wieder auf die hier. Im Nahkampf könnte die hier ganz gut sein. Ich weiß es nicht, ich werde es ausprobieren. Jetzt werden wir uns aber nochmal umschauen, solange ich Energie habe. Ich wusste doch, dass wieder welche kommen. Na komm, wo seid ihr Jungs? Ah, verdammt. Spaß und Freude wartet also bald auf uns. Na gut. Hier mal runter und gucken. Ah, hier hätten wir uns auch gute Rennen sneaken können, glaube ich. Und Warnung, Codierungsstufe hoch. Wer? Da ist unser System. Wir müssen also irgendwie reinkommen, glaube ich eher. Was ich jetzt halt davor mal mache, mal gucken, wo unsere ganzen Gegner rumlaufen. Das ist nur 2 Stück, 3 Stück. Hier habe ich so ein paar Sachen noch nicht aktiviert, das sehe ich gerade. Das ist dumm. Ah. Eine Datasette. So, da will ich aber mal rein. Okay. Was ist das? Hä? Hey. Was wäre wie wo? Ah. So. Info-Download. Hören wir es uns doch mal an. Ceph-Technologie. Trotz einiger Fortschritte in den Bereichen Energiesammlung und drahtloser Energietransfer können wir den Großteil der Ceph-Technologie immer noch nicht nutzen. Lediglich im Rahmen des Nanosuit-Programms war eine funktionierende Integration verschiedener Technologien gelungen. Aber dieser Mistkerl Rush hat so viel von seinen Forschungen zerstört, dass wir praktisch wieder am Anfang stehen. Unsere Arbeit mit vorhandenem Nanosuit-Material ist vielversprechend. Doch ist es nur begrenzt verfügbar. Ein Erfolg auf dem Gebiet wäre bahnbrechend. Durch die vollständige Integration
könnte Cell das ganze Spektrum der Alien-Technologien nutzen. Dieses Wissen rechtfertigt jeden Preis. Okay, die gute Dr. Hurst klingt leicht angepisst, muss ich mal sagen. Reflexladung gegen Jaw, die hatten wir auf jeden Fall noch nicht. Was macht die Jungs da unten? Ich habe ihn jetzt gerade. Ach, Bogen, kein Wunder, dass ich sie nicht erkenne. Zack, zack. Ja, die tauschen wir mal. So. Irgendwo hier unter uns war jetzt auch noch was. Auf jeden Fall runtergehen. Das kann hier noch so bleiben, wie es ist. Munition. Munition voll, gut. So, dann schnieken wir mal wieder. Die sind auf jeden Fall auf der Suche nach uns. Das piept hier. So, irgendwas. Oh, meine Energie wird knapp. Hier ist alles klar. Sehen sollte mich hier niemand. Eigentlich. Na, kommt. Da werden wir auf jeden Fall mal auch reingehen gleich. Weiter runter, aber wo war denn? Da war's. Ich glaube, ich schleiche immer hier durch und gucke mal, wo es mich hinbringt. Anscheinend in die verkehrte Richtung. Können wir uns auf jeden Fall merken als Notfluchtweg. Irgendwie finde ich das Ding geilo, aber warten wir mal ab. Das werden wir mit Sicherheit noch anders gebrauchen. Bogen. Tarnung und raus. Da haben wir wahrscheinlich genauso einen Eingang. Sie haben hier keine Gegner. Sie sollten uns nicht sehen, wenn wir keine Tarnung haben. Blablabla. Regt euch mal ab da oben, Jungs. Ich komme ja bald euch besuchen. Dann ist die Jagd wieder eröffnet. So. Oh, dicker Jackpot. Aber erstmal will ich das da holen. Erstmal will ich das hier haben. Dann ist Huge Upgrade. Erhöhung. Was haben wir hier? Attentäter. Schnellere Tarnskills. Schnellere Bewegung, zusätzlicher Nahkampfschutz, weniger Panzer. Uninteressant. Wir sammeln die Dinger erstmal fröhlich, weil freischalten möchte ich dann doch auf kurz oder lang alles. Marsch. Das sieht etwas komplizierter aus. So, jetzt. Mist. So, versuchen wir es doch nochmal. Und? Yes! Geht doch. Die Flugabwehrbatterie. Hier seid noch fröhlich auf der Suche. Na, seid das mal ruhig. Munition da. Eine Jaw haben wir ja schon. Majestic Six, die haben wir bestimmt noch nicht gehabt. Ja, haben wir anscheinend doch schon gehabt. Verdammt. Ach, was, wie, wo, wer, warum? Hä? Verwirrt. Na egal, machen wir doch mal ein bisschen Karabum gleich hier unten. Och, Gottchen.
Was? Mehr nicht? Nummer 1.